Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Conface. Heute will ich dir zeigen, wie du die Textur vom Feuer so austauschen oder entfernen kannst, dass sobald du brennst, nicht mehr dein ganzer Bildschirm voll mit einer Feuertextur ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf Conface. Um die Feuertextur auszutauschen oder komplett zu entfernen, müssen wir in den Ressourcenpack-Ordner. Klick dafür einfach auf deiner Tastatur die Start-Taste oder geh auf das Startsymbol unten links in der Taskleiste. Alternativ kannst du das Ganze auch über die Tastenkombination Windows-Taste plus R machen. In dem nun geöffneten Fenster gibst du %appdata % ein und bestätigst deine Eingabe mit der Enter-Taste. Nun wechselst du in den Punkt Minecraft-Ordner und anschließend gehst du in den Ressourcen-Packs-Ordner. Um Fehler vermeiden zu können, kopier dir das Texturenpack am besten bevor du es bearbeitest. Anschließend öffnest du das Texturenpack, gehst in den Essenz-Ordner, daraufhin in den Minecraft-Ordner, Texturenpack-Ordner und angekommen bist du dann nun im Blocks-Ordner. In diesem Ordner findest du alle Texturen, die das Texturenpack beinhaltet. Um die Feuertextur austauschen zu können, suchst du nach dem Fire-Layer. Sobald du die Feuertextur gefunden hast, brauchst du ein anderes Texturenpack. Ich empfehle dir ein PvP-Texturenpack, in dem du Low Fire hast. Ich in diesem Video mache das mit dem Crafting Farbo-Texturenpack. Im nächsten Schritt öffnest du das Texturenpack, was du dir alternativ rausgesucht hast und folgst demselben Pfad, den wir gerade in unserem vorhandenen Texturenpack gefolgt sind. Sobald du auch dort die 4 Firelayer-Dateien gefunden hast, löschst du sie aus dem anderen Texturenpack raus und verschiebst aus dem PvP-Texturenpack in diesem Fall die Texturen in dein Haupttexturenpack. Sobald du dies abgeschlossen hast, schließt du beide Ordner wieder und wechselst zurück in Minecraft. Zurück in Minecraft gehst du über das Menü in die Ressourcenpack-Auswahl und wählst dort die Kopie von deinem Texturenpack aus. Sobald du das Texturenpack ausgewählt hast, wechselst du zurück in Minecraft. Ab sofort sollte das Feuer nicht mehr deinen ganzen Bildschirm überdecken. Das war's von diesem Video hier auf Conface. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten teile das Video doch noch mit deinen Freunden. Falls du jetzt noch Interesse hast, zu wissen, wie man seinen Background im Minecraft-Menü umändern kann, dann schau mal in das jetzt verlinkte Video rein. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.